Ja, moin Leute. Also falls ihr mal das Problem haben solltet bei eurem Xenon-Scheinwerfer oder Scheinwerfer allgemein, dass ihr die Leuchthöhe nicht mehr einstellen könnt, dann könnte das eventuell daran liegen, dass ein Zahnrad da drin kaputt ist. Und zwar habe ich jetzt hier gerade aktuell das Problem beim Audi A4 B6. Ich habe hier diese Xenon-Scheinwerfer mit H7 noch drin als Fernlicht und ich wollte eigentlich die Leuchthöhe einstellen. Das macht ihr an dieser Schraube. Es gibt hier noch eine zweite Einstellschraube, die ist da hinten. Die ist dann einmal für links und rechts. So, und jetzt habe ich das quasi schon über VCDS soweit justiert, so dass ich in der Justierposition bin, dass ich die quasi einstellen kann. Und habe dann aber festgestellt, dass ich das hier nicht einstellen kann, weil sich die ganze Zeit das dreht, aber es nicht reagiert vorne. Also habe ich das hier auseinandergenommen. Hier sitzt normalerweise noch, Moment, so eine kleine Torx-Schraube drauf. Die hier. Die sitzt hier direkt in der Mitte. Die könnt ihr einfach rausschrauben und dann könnt ihr einmal das hier raushebeln, hochhebeln. Und dann seht ihr von unten hier schon dieses Zahnradgedöns. Und dann seht ihr auch schon direkt das Problem. Ja, dann fehlt hier nämlich ein Zahn. Genau dieser Zahn fehlt hier beim Zahnrad. Der ist nämlich kaputt gebrochen. Habe ich den hier auf die Schnelle noch irgendwo rumliegen? Hier habe ich den, glaube ich. Hier sieht man den. Ja, der ist nämlich abgebrochen und lag da halt so drinne. Und dadurch kann halt natürlich dieses Rad nicht weitergeführt werden. Und dann drehst du natürlich dir einen Wolf und kannst es nicht einstellen, die Höhe. Ja, jetzt kann man entweder beigehen und das hier reparieren, beziehungsweise hier so ein neues Zahnrad. Also die Zahnräder könnt ihr beide so rausklipsen. Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, weil das ist halt das hauptsächliche Zahnrad, wo ihr es dran einstellt. Hab dann einfach den Scheinwerfer so weit eingebaut, also wieder so reingesetzt und mit zwei Schrauben eben befestigt, dann angemacht. Und dann habe ich vorsichtig halt von oben, da könnt ihr halt irgendwas nehmen, zum Beispiel jetzt ein Stromprüfer oder sowas, hier von oben vorsichtig hier rein, sodass ihr an das Zahnrad rankommt und habt das dann halt manuell weiter gedreht. Das geht. Na, das müsst ihr natürlich erstmal über VCDS soweit aktivieren und danach könnt ihr das dann anspeichern bzw. abspeichern und dann habt ihr den quasi soweit angelernt. Ja, also das ist das hauptsächliche Rad, was ihr drehen müsst. Das würde ich erstmal überprüfen, bevor ihr nachher einen neuen Scheinwerfer kauft. Dieser hier würde zum Beispiel im Zubehör von Valeo würde der kosten, ich glaube 380 Euro oder so. Der ist ziemlich, ziemlich teuer. Deswegen habe ich schon gerade gedacht, ich müsste einen neuen kaufen, aber ich habe mir die Sache dann hier mal angeguckt und hier lag halt der Hund begraben. Ich habe das soweit wieder eingestellt. Der ist jetzt eingestellt, bleibt ja auch soweit angelernt. Und ja, werde mich dann nochmal darum kümmern, hier so ein neues Zahnrad zu bekommen. Und wie gesagt, wundert euch nicht, dass hier über so weiße Paste ist. Das ist Fett. Das habe ich hier umzugemacht extra, weil ansonsten hier nämlich, wenn hier Wasser reinläuft, ihr Wasser in die Scheinwerfer bekommt. Und ich glaube, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, sonst guckt euch das nochmal an. Ja, aber dann wisst ihr auf jeden Fall, falls ihr die ganze Zeit nur am Durchdrehen seid, dass das nicht funktioniert. Und halt, wie gesagt, nochmal nebenbei, bevor ihr da irgendwie einfach so beigeht und versucht, das einzustellen, ihr müsst das hier tatsächlich über VCDS erstmal anlernen damit. Guckt euch dazu nochmal das Video an. Das habe ich auch schon gemacht, wie ihr das macht, wann ihr das einstellen könnt. Weil ansonsten dreht ihr da dran rum und es wird nichts passieren. Und er wird sich diese Position auch nicht merken, diese Einstellposition. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist noch ganz wichtig zu sagen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen.